Frau Martin, hier geht's rein. Oh, da kommt eine Treppe. Ah, da passen wir doch gar nicht mehr durch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Heute begrüßen wir euch aus dem Müllertal, denn wir erkunden mit euch zusammen in den nächsten Tagen Luxemburg. Also kommt doch mit! So, wir kamen gerade von der Touristeninfo. Die Leute waren super nett, sprechen auch übrigens Deutsch. Und haben uns hier so ein paar Trails, also Wanderwege, gezeigt. Wir gehen jetzt erstmal zum Schießentümpel. Der Anstieg, der war eben gerade schon ganz schön steil. Und sehen uns dort. Also, komm mit. Ja, und geparkt haben wir hier unten gleich. Das kostet 10 Euro für 24 Stunden. Und man lässt die Touristinfo links liegen. Kommt auch eine Bushaltestelle und fährt rechts zwischen den Häusern rein. Vorne steht auch noch mal ein Schild, dass dort ein Parkplatz ist. 10 Euro, 24 Stunden. Dort fährt man rein und sucht sich dann einfach einen Platz aus, füllt noch ein Formular aus und steckt das Geld dann mit dem Formular zusammen in den Briefkasten, reißt sich ein Stück Papier dort ab und steckt es hinter die Windschutzscheibe. Und für alle, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind oder nicht so gerne wandern, gibt es auch noch die Alternative, einmal an der Straße lang bis zum Schießentümpel, also nicht der W7 folgen, sondern der Hauptstraße. Fazit. Die Tür geht zu. Die Tür geht zu. Fazit zu der Tour eben gerade. Also wenn ihr die leichtere Route wollt, dann geht auf jeden Fall an der Straße entlang. Ist zwar nicht so schön,
Aber die andere ist ein bisschen anspruchsvoller und gerade jetzt, wenn es ein bisschen geregnet hat, auch ein bisschen matschiger. Aber beide sind trotzdem schön. Ja, es ist immer noch viel los. Momentan sind viele Familien mit kleinen Kindern unterwegs. Die Schulferien sind jetzt so gut wie vorbei. Genau. Und ältere Leute, ne? Genau, ja. Aber, genau, wenn ihr die schöneren wählt, dann den W7 folgen. Der geht quer durch den Wald. Das ist ein schöner Buchenwald. Hat aber ganz schöne Anstiege. Also, wir fanden die aber schön. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten eine aufregende Nacht. Es hat ganz schön gewittert, geblitzt, gedonnert, ne? Ja. Und mit Starkregen. Ja, deshalb geht es für uns jetzt heute nach Echternach und da schauen wir mal. Wir wollen auch noch einkaufen und die Toilette entleeren und dann sehen wir uns dort wieder. Genau. weil wir haben uns gedacht, jetzt es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Gestern waren schon die Wanderwege ganz schön schlammig, also lassen wir der Natur noch mal ein bisschen Zeit, die Wanderwege ein bisschen zu trocknen, bevor wir dann hier vielleicht noch mal herkommen und noch mal ein, zwei andere Wanderungen machen. Wir sind mittlerweile am Echternacher See angekommen, waren vorher noch in der Stadt, haben noch die Toilette entleert und uns die Stadt angeschaut. Das ist ein süßes, nettes Örtchen. Da kann man auf jeden Fall mal hinfahren. Und jetzt stehen wir hier auf dem Parkplatz, laufen einmal um den See herum. Direkt hier neben der Jugendherberge ist ein großer Parkplatz, da kann man super mit dem Wohnmobil stehen. Ja, und dann haben wir hier durch Zufall kleine, langustenartige Tierchen entdeckt. Ich blende es auch gleich nochmal ein. Wenn jemand von euch weiß, was das für eine Art ist, schreibt es mal bitte in die Kommentare. So, also wir stehen hier auf dem Parkplatz und laufen jetzt noch einmal bis zur römischen Villa. Die sieht man hier und die zeigen wir euch dann. So, wir sind jetzt bei der römischen Villa angekommen. Der Eintritt ist frei und es gibt sogar so eine kleine Ausstellung in so einem Vorraum davor. Also wirklich nett und wenn ihr hier in der Nähe seid, könnt ihr da ruhig mal ranfahren. Guten Morgen! Ja, wir sind heute früh von Echternach direkt nach Berdorf gefahren. Hier gibt es übrigens auch einen Stellplatz, also man darf hier auch übernachten mit Entsorgung. Und wir stehen jetzt hier einfach auf dem Parkplatz, weil wir wollen nur kurz die Wanderung zur Räuberhöhle machen. Und dahin nehmen wir euch jetzt mit. Martin,
Ja, Leute, so fangen Horrorfilme an. Oh, da kommt eine Treppe. Ah, da passen wir doch gar nicht mehr durch. Warte mal. So. Nimm mal den Rucksack. Oh. Ja. Also, mit Leitern habe ich jetzt nicht gerechnet. Und nochmal ein kurzes Zwischenfazit zu den Wanderwegen hier in Luxemburg, beziehungsweise erstmal hier im Müllertal. Also, sie sind wirklich super gut ausgebaut und sehr, sehr gut mit vielen Schildern und Wegmarkierungen und Entfernungsangaben ausgeschildert. Also können wir bisher nur empfehlen. So, wir sind jetzt von der Wanderung zurück, sind in der Räuberhöhle gewesen. Es war doch abenteuerlicher als gedacht, aber auf jeden Fall gut machbar. Auch wenn man eine Taschenlampe braucht, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und die Landschaft ist einfach bezaubernd, richtig schön. Oder was sagst du? Ja, also die Landschaft war super schön. Man muss aber auch ein paar Anstiege hoch und runter. Das heißt, es fehlt sich wirklich, vernünftige Schuhe anzuziehen, wenn man diese Wanderung hier macht. So, wir sind noch weitergefahren vom Berdorf jetzt bis Beaufort. Wir haben uns mit dem Wohnmobil auf dem Parkplatz vom Youth Hostel hingestellt, weil hier unten bei den Parkplätzen beim Chateau, das man ja hinter mir sieht, ist relativ wenig Platz und das ist auch schon ganz schön voll. Wir haben auch einen Samstag, da wollten wir uns nicht mehr zwischenquetschen und sind jetzt, weiß ich nicht, 5 Minuten, vielleicht 10 gelaufen. So, wir sind jetzt in La Rochette angekommen. Für uns geht es gleich zur Burg hoch. Wir parken unten im Ort, weil es ist Sonntag und wir sind uns innen sicher, wie voll der Parkplatz oben an der Burg ist. Sonst von der Größe, wenn ihr in der Woche kommt, ist er bestimmt auch für große Wohnmobile gut geeignet. Für uns geht es jetzt ein paar Treppen hoch und wir nehmen euch mit. So, für uns war es das jetzt erstmal mit unserem kleinen Wochenendausflug nach Luxemburg. Wir werden jetzt erstmal nochmal tanken natürlich und dann geht es für uns zurück nach Deutschland. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solche auch Kurzausflüge mal von uns sehen wollt für so spezielle Regionen wie in diesem Fall das Müllertal, dann schreibt es mal in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Tschüss! Ciao, ciao!
Hallo ihr Lieben, ja, ein wunderschönes... So, wir sind mittlerweile in Beaufort angekommen. Also wir sind von... Wie hieß der Ort?